Ja, Brian Tyson-Eaton hat sich ein wenig Sorgen gemacht, nachdem sie so weit hinter Daphnis Kippers ins Ziel gekommen ist. Brian, you were way behind Daphne, so you looked a bit of scared after crossing the finishing line. I know Daphne runs fast. Ich weiß, dass Daphne sehr schnell laufen kann. Ich habe versucht, nah an ihr dran zu bleiben, aber ich war nicht nah dran. Da war ich dann etwas nervös. Aber als ich die Zeit gesehen habe, habe ich gewusst, nein, das ist schon gut, weil die ist ja geflogen. Wie sehr freuen Sie sich über die persönliche Bestleistung? Ja, das ist mein erster wirklich guter 200er in einem 7-Kampf. Da bin ich wirklich sehr zufrieden. Ja, und ich habe es geschafft. Mein Coach hat gesagt, ich kann es und ich muss es nur hinbringen. Der Wind war natürlich perfekt. Das ist der perfekte Tag, ja. Es war den ganzen Tag sehr gut, nicht zu heiß, nicht zu kalt, perfekt. Im letzten Jahr, der Regen, war natürlich ganz was anderes. Eines ist sicher, das Wetter wird besser, das habe ich gewusst. Ich bin mit dem ersten Tag glücklich. Ja, Kugelstoßen war ich etwas enttäuscht. Hochsprung habe ich gearbeitet. Aber persönliche Bestleistung und vor allem im 200er, da bin ich sehr zufrieden. Es ist knapp. Einige sind knapp hinter Ihnen. Ich erwarte mir eine gute Competition, einen guten Wettkampf. Es macht keinen Spaß, wenn man keine Gegner hat, keinen Zweikampf. Also wir freuen uns und das ist es, was Competition ausmacht. Ja, ich glaube, ich bin wieder in der Form, hier zu gewinnen. Eine glückliche Brian Tyson-Eaton kann sie auch sein.